Jojo, meine Taschen, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Brawl Stars Video und heute spielen wir den neuen Modus Trophäeneroberung. Aber wir spielen diesen Modus nicht nur so und zwar gibt es einen Bug, wo ich mich frage, warum es diesen Bug eigentlich gibt und zwar können wir mit Primo Super hier links unten ja diese Wand aufmachen, sodass es da eine Lücke gibt und dann müssen wir dann nur noch diesen Pokal reinwerfen und schon haben wir quasi unendlich lang diesen Pokal, außer eben es kommt ein Werfer, was ziemlich einfach klingt und ich glaube, es wird auch ziemlich einfach, vorausgesetzt natürlich, wir haben gescheite Mates, die das hier auch mitmachen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen sofort in die erste Runde, wir brauchen unsere Super. Im gegnerischen Team ist leider auch eine Primo. Aber wir hatten hier gerade schon mal kurz diese wunderschöne Trophäe. Man wird ja auch mega geslowt hier, Leute. Ach du Scheiße. Nein, 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 nein. Primo. Der darf jetzt hier nicht das gleiche machen wie wir. Nein, Primo, bitte nicht. Wir haben schon mal schön die Trophäe und in der Zeit würde ich sagen, während wir hier laufen, könnt ihr hier gerne mal einen schöneren noch unterlassen. Und ein Abo sowohl hier als auch auf meinem zweiten Kanal. Würde mich sehr freuen. Da müsste jetzt auch ein Video rausgekommen sein, wo ich lustige Schulbewertungen vorstelle. War echt sehr unterhaltsam. Sehr schön, Frank. Also diese Frank Super kickt auf jeden Fall auch schon mal rein. Und jetzt haben wir hier auch unsere Super. Let's go. Let's go. Leute, oh mein Gott. Werf. Nein. Scheiße. Frank, du musst jetzt hier irgendwie den Primo stoppen und irgendwie muss jetzt die Trophäe hier in diese Lücke rein, sodass ich die hier halten kann. Ich bin halt jetzt quasi ein hoffnungsloser Fall gerade. Ich kann hier nichts machen, außer eben zu warten, bis jetzt meine Mädchen mal so klug sind hier, die Trophäe zu mir zu werfen. Und dann hätten wir das hier quasi auch schon gewonnen, weil es ja keinen gegnerischen Werfer im Team gibt, der mich hier noch zerstören könnte. Werf's rein. Jawohl, Leute, let's go. Wir haben die Trophäe und keiner kommt an uns ran. Wie geil ist das denn? Wir fühlen uns schon easy. Ich glaube, der Primo könnte uns theoretisch noch rausholen mit seiner Suppe. Aber das sieht auf jeden Fall schon mal sehr schön aus. Die erste Runde müssten wir gewonnen haben. Ist das geil. Dafür liebe ich doch Balls, dass wir solche bescheuerten Glitches alles da. Die kommen einfach nicht an uns ran. Erste Runde easy gewonnen, ohne irgendwas zu tun. Sehr schön. Diesmal gibt es keinen Primo im gegnerischen Team. Heißt, das sollte auch wieder eine easy Sache sein. Wie kann sowas denn passieren? Das ist doch sowas von offensichtlich. Wie kann sowas denn passieren? Das frage ich mich halt echt, ne? Es ist doch logisch, dass irgendwie auf die Idee kommt hier, einfach mal seine Super da in dieses Gebäude reinzumachen. Come on, Leon, lauf mit mir mit. Ich fliege hier wieder rein und, oh Gott, kurzer Herzinfarkt bekommen, dass ich das hier falsch gemacht hätte. Schön, der Colt hat seine Super gewastet und wir haben das Ding. Nein, 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 nein. Scheiß Bull. Ich glaube aber, auf der rechten Seite könnten wir das auch nochmal schaffen. So, wir brauchen erstmal unsere Super. Und auch wenn nicht, wir fühlen ja eigentlich gerade sehr gut. Wir fliegen rein. Ah, okay, schade, hier klappt es nicht. Es klappt nur auf der linken Seite bei uns und auf der rechten gegnerischen Seite eben. Aber das sollten wir trotzdem hier easy gewonnen haben. Die Gegner sind jetzt auch nicht die allerklügsten. Was machst du? Wieso hat der gerade den Pokal rübergeworfen? Das hat jetzt ziemlich wenig Sinn ergeben. Aber gut, haben wir auch gewonnen. Und die Gegner hatten nur 1%. Na moin. Nein, der Frank hat aufgehört. Schade, weil der Frank war wirklich richtig stark, wie ich fand, mit der Super. Das hat auf jeden Fall schon mal geschmeckt. Und die Gegner haben jetzt leider auch einen El Primo. Das ist jetzt quasi ein Primo vs. Primo Match. Die Nita ist schon mal schön hinten. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier mal da kurz reinfliegen. No, no, no. Ich bin so langsam, Leute. Leon, geh schon mal bitte nach links. Du weißt Bescheid. Und wir fliegen wieder rein. Let's go, Leon. Come on, gib mir bitte das wunderschöne Ding. Schön glänzen. Jawohl, nice. Das Ding haben wir auch gewonnen. Außer der Primo macht hier jetzt was Kluges. Und das macht er leider. Scheiße. No! Die wollen halt jetzt genau das gleiche machen. Der Primo hat noch nicht seine Super, aber ich würde sagen, wir machen das Ding hier einfach mal auf, sodass die das hier nicht mehr schaffen können. Also allgemein zu diesem Modus, ich finde die Idee sehr nice hier. Ich glaube, das erfordert auch sehr viel Teamplay hier, seinen Mate mit dem Pokal zu beschützen. Aber es ist, glaube ich, sehr anstrengend, diesen Modus zu spielen, wenn man mal ein bisschen bessere Gegner hat. Also ich weiß jetzt nicht so ganz, ob ich diesen Modus so feiere. Ich glaube, den Basketball-Modus oder diesen anderen Volleyball-Modus, den mag ich dann ein bisschen mehr. Aber da gibt es ja nicht so schöne Glitches wie hier. Wir brauchen mal wieder unsere Super. Leon, du weißt Bescheid, wir fliegen rein und jetzt müssten hier meine Mates mal ein bisschen was machen. Scheiße. Oh nein, ey. Nein. Come on, Mates, das müsst ihr doch schaffen, irgendwie diesen Pokal hier hinzukriegen. Come on, bitte. Ich kann hier nichts machen, ich bin hier gefangen. Shitty, ich habe so die Befürchtung, dass die genau das gleiche gemacht haben. Und zwar bewegt sich der Gegner hier gerade auch nicht mit dem Pokal. Deswegen glaube ich, dass die genau das gleiche gemacht haben, wenn die einen El Primo haben. Das weiß ich jetzt gerade nicht.
haben wir verloren. Die hatten keine El Primo, keine Ahnung, was da meine Mates gemacht haben. Ich habe es, glaube ich, eben gar nicht gesagt, aber ich wollte dieses Video hier beenden, wenn ich verkacke. Und das haben wir jetzt leider getan. Ich habe nicht gedacht, dass das so früh passiert, aber gut. Einen Tag länger diesen Modus spielen. Er kann sehr nice sein, ich glaube, er kann aber auch sehr nervenaufreibend sein. Was aber auch sehr nice sein kann, ist das Video auf meinem zweiten Kanal. Da kannst du gerne vorbeischauen. Link ist in der Beschreibung und hier noch irgendwo auf diesem i. Und ich würde sagen, haut rein. Toodly-doo.